Herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, habe ich seit knapp einem Jahr eine Wärmepumpe und die habe ich mir deswegen zugelegt, weil sie sehr leise und sehr effizient ist. Und da hat mich die Firma Heliotherm aus Österreich angeschrieben und hat gesagt, hey, wir haben eine, die wäre noch viel leiser und noch viel effizienter. Und das fand ich natürlich interessant und deswegen habe ich gesagt, den würde ich mir gerne anschauen. Die Reise und die Produktion für dieses Video hat mir die Firma Heliotherm bezahlt, weil ich doch einige Tage unterwegs bin und einige Tage am Schneiden bin. Deswegen ist dieses Video auch an manchen Stellen als Werbung gekennzeichnet, vor allem da, wo ihr besonders gut aufpassen müsst, ob ich vielleicht voreingenommen sein könnte. Wir sind hier am wunderschönen Hallstätter See angekommen. Da macht natürlich das Drehen besonders viel Spaß, weil hier einige Exemplare von dieser Wunderwärmepumpe verbaut sind, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Auf das erste Objekt bin ich besonders gespannt, weil wie ihr hier seht, es ist ein sehr altes Haus. Das Haus ist 130 Jahre alt, da ist auch nicht viel gedämmt. Und dennoch wird dieses alte Haus mit einer Wärmepumpe betrieben. Das ist was, wo jeder Installateur hier mir sagen würde, ja, das können Sie vergessen, das funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich mir genau diese Wärmepumpe mal anschauen. Ja, das ist sie schon, die Wunderwärmepumpe. Und ihr seht natürlich auf den ersten Blick, sie unterscheidet sich von meiner Wärmepumpe dadurch, dass es keine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist, sondern eine, sagen wir mal erstmal, Erdwärmepumpe. Das heißt, sie hat keinen Ventilator, weil nicht die Luft als Tauschmittel für die Wärme genommen wird, ist deswegen auch einiges kleiner. Wie sie genau funktioniert, da werden wir nachher was vom Hersteller selbst und von dem Installateur dieser Anlage noch hören. Aber jetzt möchte ich erstmal mit dem Hausbesitzer sprechen, wie er eigentlich damit zufrieden ist. Ja, das ist der Peter. Hallo Peter. Hallo. Vielen Dank, dass wir bei deiner Wärmepumpe mal filmen dürfen. Gerne. Seit wann hast du die denn schon? Die Wärmepumpe kommt jetzt ins dritte Jahr. Also im September werden es 3 Jahre, dass sozusagen die Wärme und das Warmwasser aus der Pumpe kommt. Und was war vorher für eine Heizung drin? Vorher war eben Öl und Holz. Das Haus sieht jetzt nicht so aus, als wäre das so perfekt für Wärmepumpen geeignet. Also es ist nicht groß saniert, oder? Nein, also was wir gemacht haben, sieht man da, das sind jetzt dreifach verglaste Fenster. Ah, ja. Aber die Mauern sind circa 1,5 Meter stark. Und das Dach? Das Dach ist ein ganz normales Kaltdach, also unter Eternit sind Bretter und dann ist mehr oder weniger AK-Isolierung jetzt in dem Sinn da. Also es ist nicht wirklich für eine Wärmepumpe, wo man sagt, buh. Und trotzdem, ist warm geworden jetzt in den letzten 3 Jahren? Du hast ja jetzt doch einige Erfahrungswerte. Es ist warm, also wir haben nicht gefroren. Ja. Wie viel Grad heißt es? Bei mir sind es 20, bei meiner Frau 22, das ist halbe dann. Kenne ich das Thema. Ja. Weißt du, mit was für einer Vorlauftemperatur ihr dann in die Heizung geht? Wir fahren jetzt Vorlauftemperatur 45 Grad in Heizkörper sozusagen. Es ist keine Bodenheizung? Es ist keine Bodenheizung, weil ja das Haus nur mit Tramdecken bestückt ist. Das heißt, so stark, das wäre einfach der Aufwand zu groß gewesen. Wir haben einfach die Heizkörper größer dimensioniert. Und dann interessiert mich vor allem noch, wie viel Strom er jetzt verbraucht hat, weil das ist ja der entscheidende Faktor. Das war, genau. Es war schön warm und ja, der erste Blick auf die Stromrechnung hat dann schon gezeigt, das ist hoppla, das ist ja Elektroheizung und keine Ölheizung mehr. Also wir haben jetzt im ersten Jahr knapp 5000 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Das war damals noch ein bisschen billiger, das waren 1200 Euro oder was. Ja. Und ihr habt ja 150 Quadratmeter Wohnfläche. Genau, es sind drei Geschosse sozusagen, ja, mit über 160 Quadratmeter. Allerdings nicht das ganze Jahr beheizt. Also so in etwa muss man sich das vorstellen. Klingt aber über den Daumen eigentlich nach einer guten Erfahrung. Es ist jetzt, Öl kostet auch Geld. Also. Ja, erstens einmal kostet es Geld, ich muss irgendwo lagern und. Ja. Und ich sage mal, alleine auch der Gedanke, was mit unserer Umwelt passiert. Natürlich. Ja. Die 5000 Kilowatt Verbrauch, die waren ja inklusive der ganzen Pumpen. Insofern würde mich interessieren, was ist denn da der SCOP, also das Verhältnis zur Wärmemenge? Also bei einem kW komme ich auf 5,5 an Energiemenge sozusagen. Also 5,5, das ist schon also ziemlich gut. Genau. Ja, vielen Dank, dass wir es uns hier anschauen. Bitte. Danke, Peter. Bitte, bitte. Gut, jetzt wissen wir schon mal, dass die Wärmepumpe gut funktioniert und tolle Effizienzwerte hat. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Wir haben hier diesen Kasten und da vorne ist noch ein Schacht. Da geht es in die Erde runter. Ich würde das gerne mal aufmachen und euch zeigen. Aber es gibt was viel Besseres, weil wir können zur Feuerwehr nach Obertraun gehen. Und dort zeigt uns der Installateur der Wärmepumpen genau, wie es funktioniert. Also, auf geht's.
Das ist jetzt mal eine viel größere Wärmepumpe. Die hat 50 kW Leistung. Und hier sieht man sehr gut, was in der kleinen innen drin ist. Aber das erkläre jetzt nicht ich euch, sondern das erklärt euch jetzt der Installateur, der diese beiden Maschinen gebaut hat. Und das ist der Hannes. Hallo. Du hast schon einige Wärmepumpen gebaut, stimmt's? Ist richtig, genau. Wie viel so ungefähr? Boah, es sind im Jahr so circa 30 Maschinen, die wir einbauen, als kleine Installationsfirma, genau. Und vor allem solche? Ja, Erdwärmepumpen sind eine Spezialität bei uns. Sie arbeiten sehr effizient, haben eine konstante Energiequellentemperatur und das sieht man dann an den Energiekosten am Ende des Tages, genau. Das Schöne ist, wir können uns ja hier alles, was in der kleinen drin ist, nochmal groß anschauen. Genau, richtig? Das ist richtig. Das interessiert mich mal gleich, weil da war ja vorhin im Garten so ein Deckel, genau, wo es runtergeht, weil man da unten eben das Grundwasser anzapft. Also es gibt Erdwärmepumpen, die einfach mit der Erde, der Temperatur der Erde arbeiten, aber die hier arbeiten mit der Temperatur vom Grundwasser. Genau. Und da müssen wir irgendwie hin und da baut man einen Schacht. Richtig. Da machen wir mal auf, oder? Genau. Wie tief geht es jetzt da runter? Ja, wir haben hier vor Ort das Glück, dass das Grundwasser ziemlich nahe ist. Mhm. Das heißt, nach circa 2 Meter sind wir hier auf dem Grundwasserhorizont. Mhm. Es geht auch anders. Man könnte hier eben mit Tiefenbohrungen und so weiter arbeiten. An dieser Stelle ist es vernünftig, wenn ich das nehme, was ich an der Oberfläche habe. Und das ist in diesem Fall so einfach erschlossen, das Grundwasser. Dann sehe ich 2 Rohre. Bei den kleinen Anlagen ist das ein Rohr, wo einfach unten in circa 10 Meter Tiefe das Grundwasser dann entnommen wird, um diese jährlichen Schwankungen auszugleichen in einer gewissen Tiefe. Mhm. Geht hier hoch. Und das ist jetzt schon ein Teil, das in diesen kompakten Propanmaschinen, die draußen stehen, alles integriert ist. Das sind die Verdampfer. Die geben die Energie des Wassers an die Wärmepumpe ab. Mhm. Und auf der anderen Seite wird das Temperaturniveau angehoben und geht dann in die Heizung. Das ist das, was bei den Luftmaschinen draußen diesen gewissen Lärmpegel verursacht, wo die Luft über diesen Wärmetauscher gezogen wird. Und hier hört man nichts. Stimmt, auffällig. Und dann wird das Wasser natürlich wieder runtergeleitet. Genau, es wird nur abgekühlt, sonst passiert im Grundwasser nichts. Und was passiert dann hier noch? Hier wird das Kältemittel erwärmt, mhm, auf circa Grundwassertemperatur, 10 Grad. Und hier drinnen, können wir dann gerne reinschauen, ist der Kompressor. Mhm. Der hebt dieses ganze Temperaturniveau nochmal an, damit man damit heizen kann. Ist jetzt gerade aus, ne? Jetzt ist aus, genau. Wir haben noch 30 Grad draußen. Könnte noch kühlen, das können die Wärmepumpen ja auch. Also das ist besonders interessant, weil das geht hier gratis. Ich kann ja einfach dieses Grundwasser, diese 10 Grad ungefähr, direkt dann in die Heizung oder in dem Fall zum Kühlen hernehmen, genau. Ohne dass hier irgendein Stromverbraucher bis auf die Umwälzpumpe läuft. Okay, das ist ja eine größere Maschine, 50 kW. Genau. Was hat denn die jetzt für eine Jahresarbeitszeit? Hier liegen wir haben Niedertemperatursystem, Fußbodenheizung, bei über 7, also 7,4, 7,5 so in diesem Dreh. Inklusive der Warmwasserbereitung auf über 50 Grad. Mhm. Ja. Also ich habe ja gelernt, dass auch von Heliotherm kleinere Erdwärmepumpen auch schon über 7 gekommen sind. Ne? Ja, vor allem diese neue Technologie mit diesem Propankältemittel hat nochmal effizientere Verdichte, wie sie hier verbaut sind. Und trotzdem kommen wir hier schon auf über 7. Das heißt, das liegt dann hier nochmal höher im Neubau, genau. Bei der Sanierung ist das immer ein bisschen niedriger. Mhm. Es funktioniert wunderbar, aber man muss sich bewusst sein, dass man halt doch ein bisschen mehr Strom braucht, als wenn man jetzt ein Fußbodenheizungssystem installiert. Verbaust du auch Luft-Wasser-Wärmepumpen? Ja, natürlich. Wo machen denn die Erdwärmepumpen besonders viel Sinn? Oder anders gefragt, was ist ein Aufwand oder so der Punkt, wo sich die Wirtschaftlichkeit entscheidet? Ja, das liegt ein bisschen an dem Grundstück. Wie sind die Gegebenheiten dort vor Ort? Möchte der Kunde, dass das jetzt im Garten hier Erdbewegungen durchgeführt werden oder nicht? Mhm. Ein Nachteil bei den Luftwärmepumpen ist, was wir angesprochen haben, die Lärmentwicklung. Und das Einfrieren, die frieren ja nicht ein hier. Bei den Luftwärmepumpen ist es so, dass meistens der Übergang eben draußen stattfindet, mhm, wo das Wasser erwärmt wird und dann von draußen nach innen geführt wird. Und hier besteht eine gewisse Frostgefahr, die habe ich hier nicht. Genau. Wie ist es vom Aufwand, der Unterschied zwischen den verschiedenen Wärmepumpearten? Klar, im einen Fall muss man ein Loch buddeln und im anderen nicht. Ne? Ja. Also der Unterschied ist wirklich nur diese Errichtung der Erschließung. Das heißt, die Kosten für das Graben. Die Wärmepumpe an sich ist eigentlich günstiger
als eine Luftmaschine. Mhm. Das heißt, hier habe ich schon einen gewissen Preisvorteil. Unterm Strich ist der Unterschied nicht allzu groß, ob das eine Luftmaschine oder eine Erdwärmepumpe ist. Nicht allzu groß? Kannst du das grob beziffern? Ja, wird bei 5.000 Euro ansetzen. Es kommt auch wirklich sehr auf die Energiequelle, wie einfach das die zum Erschließen ist dann. Bei uns ist es so, dass die Erdwärmepumpe viel besser gefördert wird und dass hier wirklich für den Kunden sehr interessant ist, diese zu errichten. Und wie sieht es mit der Wartung aus? Im Normalfall ist jede Wärmepumpe, egal ob das Luft ist oder Grundwasser, Sohle, sie sind sehr wartungsarm. Wenn ich das vergleiche mit Öl oder Gas, wo ich jährlich diese Wartungen brauche, ich brauche keinen Kaminkehrer, der den Stornstein durchputzt und so weiter. Also sie sind sehr wartungsarm. Ja, super. Vielen Dank, dass du mir das alles erklärt hast. Ja, gerne. Danke. So, jetzt habe ich schon viel verstanden, wie das Ganze funktioniert, aber so ganz verstanden, ob das jetzt auch für meinen Garten geht, habe ich noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich fahre mal zu Heliotherm und besuche den Andreas Bangeri. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Gründer, Eigentümer, Geschäftsführer. Ja, mir hat man immer gesagt, Erdwärmepumpe, da musst du 150 Meter tief in den Boden bohren. Und dann habe ich gedacht, na, das mache ich nicht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, oder? Jawohl, es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Bei der Erdwärme gibt es zwei grundsätzliche Unterschiede. Einmal vertikale Sonden oder horizontale. Ah. Bei den horizontalen Sonden gibt es also die Technologie eines sogenannten Flächenkollektors. Mhm. Es gibt aber auch Ringgrabenkollektoren und die sind circa 30 Zentimeter unter Frosttiefe verlegt. Okay, also wir haben ja vorhin schon gesagt, die Erde hat den Vorteil, dass sie nicht friert ab einer bestimmten Tiefe. Das heißt, wenn ich ganz tief runtergehe, ist es besonders warm, da brauche ich nicht so viel Fläche. Und wenn ich weiter oben ist, dann brauche ich mehr Fläche, richtig? Ja, wir leben immer noch von der Sonnenenergie. Das heißt also, es gibt die Tiefengeothermie, die geht aber 2000 Meter tiefer. Mhm. Das heißt also, wir haben da Oberfläche und die Geothermie lebt halt von der Einstrahlung von der Sonne. Über den Regen wird die Energie wieder zugeführt und das ist jahreszeitlich verschoben. Das heißt, ich habe im Winter kann ich die Energie des Sommers nutzen. Wie viel Quadratmeter brauche ich, wenn ich da so 1,10 Meter tief eine Fläche belege? Das hängt von der Gebäudeheizleistung ab. Das heißt also, wenn ich eine geringe Heizleistung habe, bei 12 kW brauche ich ungefähr so 250, 300 Quadratmeter Außenfläche für einen Flächenkollektor. Und wenn ich jetzt tiefer gehen würde, könnte ich dann mit einem Ringkollektor, würde es reichen, wenn ich außen rumgehe um den Garten? Genau, da kann man bei einem Ringgrabenkollektor kann man ca. auf 150 Quadratmeter gehen, wo man praktisch an der Außenseite des Gebäudes bzw. des Grundstücks den Kollektor verlegt. Und kann ich dann meinen Garten auch als Garten nutzen? Jawohl, bis auf Tiefwurzler. Das heißt also, ich kann Gemüse anbauen, ich kann im Prinzip meinen Rasen weiter bewirtschaften. Blumen. Man sieht, Blumen sowieso ist überhaupt kein Thema, ist eigentlich eine tolle Sache. Hat mir auch zigtausende Leute schon gemacht. Der Kirschbaum könnte ein Problem sein. Der Kirschbaum ist jetzt auch nicht unbedingt ein Tiefwurzler. Das heißt also, alles, was bis zu knapp 80, 90 Zentimeter runtergeht, ist kein Problem. Okay. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit das Thema Grundwasserwärmepumpe. Das heißt, was ich verstehe, ist, ich kann statt Erde auch das Grundwasser nehmen, was ja da unten ist und was auch nicht friert. Aber hole ich das dann hoch oder wie mache ich das? Ja, bei Grundwasser gibt es ja die Technologien. Ich habe dann zwei Brunnen. Ich brauche einen sogenannten Förderbrunnen und einen sogenannten Versitzbrunnen. Die sind im Normalfall ca. 10 Meter entfernt. Wichtig ist, dass einfach Grundwasser vorhanden ist und zwar jahreszeitlich. Da gibt es dann ein sogenanntes geologisches Gutachten. Mhm. In einem Normalfall wird das circa in 12 Meter Tiefe runtergeführt. Also aus 12 Meter Tiefe wird das Wasser dann hochgeführt mit einer Förderpumpe, geht dann über die Wärmepumpe drüber und wird dann um 3 Kelvin ungefähr abgekühlt und geht wieder ins Grundwasser zurück. Mhm. Das ist das, was wir auch am Hallstätter See gesehen haben. Gell? Genau. Aber da war noch Sohle mit dem Spiel. Das hat mich jetzt dann ein bisschen komplett verwirrt. Ja, das sind so Zwischenkreisläufe. Das heißt also, es kommt jetzt je nach hydrologischer Situation wird also ein Frostschutz-Zwischengemisch quasi aufgebaut, ein Zwischenkreislauf, um das Wasser zu schützen, also das Ganze mehr oder weniger auch abzusichern. Aber wenn jetzt praktisch Grundwasser überträgt auf Sohle, Sohle überträgt auf Propan und Propan überträgt auf das Heizwasser, dann habe ich ja drei Übergänge. Ist das nicht für die Effizienz schädlich? Im Prinzip ist so die Energie, wenn ich 4 Kilowatt Energie aus dem Boden raushole, bekomme ich auch hinten 4 Kilowatt wieder raus. Das heißt, die Energie geht ja nicht verloren. Das Einzige, was man sich Gedanken machen muss, ist die Temperaturhub. Das heißt also, die Wärmetauscher müssen so dimensioniert sein, dass die Energieeffizienz erhalten bleibt. Und das ist aber auch relativ einfach, indem dass man großzügige Wärmetauscher einbaut. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Danke auch, dass ich hier in den schönen Bergen hier beim Wilden Kaiser Sie besuchen durfte. Ich gehe jetzt aber doch wieder zurück an den Hallstätter See. Da hat es mir sehr gut gefallen und da sehen wir uns gleich wieder. Schön.
Ja, wenn man schon die Reise vom Bodensee an den Hallstättersee macht, dann möchte man natürlich auch eine kleine Schiffstour unternehmen. Das konnten wir dankenswerterweise hier machen, aber nicht ohne euch ein besonderes Schmankerl zu zeigen. Die Heliothermwärmepumpen kann man nämlich auch bedrucken. Und hier, seht ihr was? Nee, ich auch nicht. Dazu muss man ganz schön nah ranfahren, denn diese Wärmepumpe ist exakt wie die Fassade bedruckt, sodass man sie wirklich erst sieht, wenn man direkt davor steht und sie von der Seite sieht, wo sie dann noch weiß geblieben ist. Eine wirklich tolle Sache, auch für die, die als drittes Argument immer noch sagen, sie sehen hässlich aus. Ja, was habe ich heute gelernt? Erdwärmepumpen und Grundwasserwärmepumpen sind absolut eine Alternative zu meiner Luftwärmepumpe, können sehr effizient werden und frieren nicht ein und sind natürlich, weil sie keinen Lüfter haben, sehr leise. Außerdem haben wir es hier mit einem regionalen Produkt aus Österreich zu tun, was natürlich auch immer schön ist. Und ich habe nette Leute kennengelernt und den Hallstätter See. Ich habe mit dem Andreas Bangieri von Heliotherm auch noch einen Podcast aufgenommen, den ich euch hier verlinke. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und ein Like für dieses Video. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.